Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr einen super leckeren, dünnen Schokoladenbiskuit vom Blech backen könnt. Es geht total einfach und ihr könnt ihn dann zum Beispiel für Schokoladenbiskuitrollen verwenden. Ihr braucht dafür 4 Eier, 80 Gramm Zucker, 80 Gramm Mehl, 40 Gramm Stärke und 40 Gramm Kakaopulver. Als erstes schlagt ihr jetzt Eier und Zucker so lange schaumig, bis die Masse sich sichtbar weit vergrößert hat und hell geworden ist. Dann siebt ihr die restlichen Zutaten über das Zuckerei und hebt sie vorsichtig mit sehr viel Liebe und Geduld unter. Als nächstes verteilt ihr den fertigen Teig auf einem mit Backpapier belegten Backblech und schiebt ihn für 8 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen. Während der Teig im Ofen ist, gebt ihr etwas Wasser und Zucker in einen Topf und erhitzt es bei ständigem Rühren auf dem Herd. Wenn ihr den Teig dann aus dem Ofen geholt habt, bestreicht ihr ihn gleich mit dem fertigen Zuckersirup. Damit bleibt er weich und bricht beim weiteren Verarbeiten später nicht. So, und jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.